Ah, es ist eine Verkettung von Crafting-Sachen und sonst was. Ist das auch das Hops eigentlich? Ich hab's irgendwie nicht so mit Artikeln. Wir können echt vieles machen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wir haben letztes Mal die Goldstar-Dinners hergestellt und sind eigentlich auch auf dem besten Weg, Goldstar-Bier herzustellen, um dann auch dem Inquisitor zufriedenzustellen mit seiner Snackbar da. Das heißt, heute wird's ein wenig weiter in der Story gehen, sofern wir denn genug Goldstar-Hops bekommen, was aber der Fall sein sollte, weil wir haben welche angepflanzt und wir kriegen genau eins daraus. Das hat aber auch gereicht, aber ich glaube, das war gar nicht das Goldstar-Hops, oder? Wir kriegen sogar noch ein Goldstar-Hops. Hier kriegen wir Bronze, oder war das das Goldstar? Ach nee, wir hatten nur Goldstar, Goldstar-Wein. Aber das macht nichts. Wir haben auch trotzdem ein wenig Goldstar-Hops bekommen, was völlig ausreicht, weil uns hat nur eins gefehlt, dass wir 10 Biere herstellen können und das der Wein oder die Grapes sind tatsächlich noch gar nicht gepflanzt. Die anderen Seeds habe ich in der Kiste, die hole ich mal schnell. Und genauso die Fertilizer, dann können wir die nämlich auch direkt anpflanzen, weil wir wollen immer mehr Bier herstellen. Und wir wollen auch irgendwann dahin kommen, dass uns die Zombies das herstellen, indem wir eine Zombie-Farm machen. Die haben tatsächlich hier ihre Möhrchen fertiggestellt. Wo kann ich die denn jetzt abholen? Sind jetzt einfach in der Kiste gelandet? Das wäre schlecht, weil ich weiß nicht, wie viele Möhrchen ich in der Kiste hatte. Vielleicht sind sie auch hier drin gelandet. Nee, hier drin nicht. Ja. Hopseed, Hopseed. Haben wir nicht auch irgendwo noch Grapeseeds? Grapeseeds. Ich glaube, mehr Grapeseeds haben wir tatsächlich nicht, wie es aussieht. Wir haben noch Hopseeds. Gut, wir können auf jeden Fall sehr viel Hops anpflanzen. Wir brauchen die Fertilizer. Möhrchen haben wir hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da welche zugekommen sind. Wir müssen uns das mal merken. Wir können ja mal Cabbage anpflanzen, weil wir davon genug Seeds haben, als dass wir die Zombie-Farm betreiben können. Und dann können wir mal gucken, wie viel Cabbage wir hier in den Truhen haben. Nämlich gar nichts. Also wenn Cabbage dazu kommt, wäre es gut. Und dann, ich meine, wir haben sehr viele Carrot Seeds. Ich gehe mal davon aus, dass Carrot Seeds dazu gekommen sind, weil ich glaube, wir hatten nicht so viele. Ich meine, das können wir auch so. Ich pflanze wieder Carrots an, weil ich finde, Carrots sind sinnvoller. Und wir können da mal gucken, wir haben jetzt gerade 41, wie viele wir haben, wenn der damit fertig ist. Und wir können auch direkt Weizen anpflanzen, wo wir schon mal hier sind, weil Weizen brauchen wir unbedingt auch für Dingsterbumster. Kann ich das hier bitte abpflanzen? Für unser Bier. Und ja, Gold Onions sind eigentlich auch niemals schlecht zu haben. Und Fertilizer können wir ja mehr als genug machen. Ja, wir machen auf jeden Fall auch Goldstar Onions. Wir machen Wheat. Wir machen ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und ja, Silverstar Onions brauchen wir, glaube ich, nicht. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Weizen. Gut. Die Weizen-Seeds, die vermehren sich irgendwie gar nicht so stark, was ein bisschen schade ist. Aber das wird passieren, sobald wir den besseren Fertilizer bekommen. Wo ich eigentlich auch mal gucken wollte, wie wir da am besten hinkommen. So, dann pflanzen wir hier oben auf jeden Fall erstmal Hops an, dass das auf jeden Fall weiter in Gange ist. Und natürlich auch erstmal die Fertilizer überall. Wir können ruhig ein paar mehr machen. Ich kann das so schlecht beurteilen, wo schon was angepflanzt ist. Weil man halt auch doppelt Fertilizer anpflanzen kann. Das ist richtig beschissen. Naja, ich glaube, das reicht erstmal. Silberstar Hops, Silberstar Hops. Bronzestar Hops, Bronzestar Hops. Wir können auch einmal Goldstar Hops anpflanzen, das auch wunderbar ist. Dann kriegen wir noch mehr Geld in unserer Taverne. Noch einmal Silber und noch einmal Bronze anpflanzen. Sehr schön. Unser Hopsfeld, das geht doch schon ordentlich auf. Morgen kommt auch der Merchant, den können wir dann direkt mitnehmen mit seinem Dinner. Und wir können jetzt uns darum kümmern, dass ein bisschen Bier hier zustande kommt. Ich glaube, wir können Hops und Weizen mal hier reintun, dann haben wir alles zusammen. Kommt das hier aus der Truhe raus, dann haben wir es ein bisschen sortiert zumindest mal. Und dann können wir mal schauen, wie viel wir machen können. Ich meine, wir können ja eh immer nur eins gleichzeitig herstellen. Und das wird jetzt erstmal das Goldstar-Bier für den Inquisitor. Der aber auch erst wieder in, ja, einer halben Woche vorbeischauen wird. Gut, die Seeds können wir wieder abliefern. Wir haben noch Zwiebeln im Inventar. Die müssten eigentlich hier oben rein können. Dann können wir auch mal ein bisschen Peat herstellen. Wie sieht das denn aus mit den Technologien, mit den neuen
Das müsste ja hier sein mit den neuen Fertilizern. Oder war das bei Gardening? Ja, das war tatsächlich hier. Dafür brauchen wir blaue Punkte. 35. Wir müssen irgendwas finden, was uns blaue Punkte verschafft. Muss ich mich mal ein bisschen umgucken. Was wollte ich machen? Ich wollte die Seeds wegbringen. Seeds können hier ruhig rein. Und ich wollte ein bisschen Crop Waste in Peat verwandeln. Ich hoffe mal, dass wir auch einfache Sachen für die Quality Fertilizer brauchen. Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass wir wahrscheinlich die normalen Quality Fertilizer brauchen, um Stufe 2 Quality Fertilizer zu machen. Also man verbessert die wahrscheinlich einfach und brauchen dann wahrscheinlich noch irgendwas Zusätzliches. Ja, und ansonsten, wir brauchen blaue Punkte. Wir könnten rein theoretisch Glas schmelzen. Das gibt auf jeden Fall blaue Punkte. Dafür bräuchten wir nur Sand. Oder wir machen halt ein paar Flasks. Ich mach mal eine Flask, weil ich wissen will, wie viele blaue Punkte es gibt. Ob es nur eine gibt, weil dann wird sich das, glaube ich, gar nicht lohnen. Wir müssten halt eher gucken, ob wir irgendwas erforschen können. Aber da wäre halt auch die Frage, was wir überhaupt noch haben, was wir erforschen können. Was auch blaue Punkte gibt. Es gibt alles Grüne, was ja auch Sinn ergibt. Haben wir hier irgendwas? Sieht nicht danach aus. Spontan. Es gibt alles Rote, was ein bisschen doof ist. Also es wird wahrscheinlich auch eine Zeit kommen, wo wir rote Punkte wieder brauchen. Die ist aber im Moment nicht da. Haben wir hier drüben vielleicht in der Truhe noch irgendwas? Aber ich glaube, wir haben uns schon ziemlich verausgabt, was blaue Punkte angeht und die Forschung. Die Alternative wäre natürlich, dass wir irgendwas herstellen, was wir erforschen können. Wobei ich da auch nicht weiß, was da in Frage kommen würde. Ich meine, wir können die Zutaten hier durchgehen. Ja, aber die haben wir auch schon größtenteils alle verwendet. Tja, I don't know. Wir könnten auch generell mal gucken, was in der Technologie so an Alchemie noch ansteht, aber vieles braucht eben auch blaue Punkte. An blaue Punkte ist echt nicht einfach dran zu kommen. Weil man das nicht einfach so durch Crafting erhält, beziehungsweise halt nur durch das Glas. Aber wenn das jetzt auch ein einzelner Punkt ist. Ich meine, bis auf 25 Punkte, dass wir da den nächsten Fertilizer machen können, würde ich es mir noch zumuten. Vor allen Dingen, weil wir auch genug Glas herstellen können, aber kostet auch so seine Zeit. Wir warten jetzt erstmal, bis das fertig ist und legen uns dann schlafen. Beziehungsweise machen gegebenenfalls noch ein bisschen was an. Und legen uns dann schlafen, kümmern uns dann morgen um den Fertilizer und dann kann das hier auch in der Zwischenzeit durchlaufen. Es gibt nämlich nur einen blauen Punkt. Aber sei es drum, diese Flasks werden wir früher oder später eh verbrauchen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal 10 Stück für 10 blaue Punkte. Und legen uns dann schlafen und ja, gucken dann morgen mal nach dem Merchant. I'm so refreshed. Es ist der Tag des Merchants, es ist nur noch ein bisschen früh. Wir haben, glaube ich, die Dinner dabei. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur erstmal ein bisschen warten. Meditate. Wir müssen ein bisschen den Tag verstreichen lassen, dass der Merchant auch auftaucht. Ich weiß nicht, wie früh der kommt, aber ich gehe einfach mal davon aus, so zur Mittagszeit wird er schon da sein. Die Flasks können da ruhig weiter brodeln. Wir hätten das natürlich auch ein bisschen aufteilen können. Aber sei es drum. Wir gehen jetzt erstmal zum Merchant. Wir hätten natürlich auch die Abkürzung durch unseren Keller nehmen können. Aber ist jetzt egal. Jetzt bin ich schon auf diesem Weg hier. Ich weiß auch nicht, wann wir genau ein Gold bezahlen müssen für den Merchant, dass wir, sag ich mal, für den Garten da ausgeben müssen. Wie gesagt, ich werde mich erstmal versuchen, drumherum zu schlängeln, aber es kann sein, dass wir das früher oder später tun müssen. Aber wir schauen. So, Merchant, ich habe deine Dinner. It wasn't easy, but I made them. Ja, es geht. Looks great, you're a real chef. Tomorrow the court will flood with rumors about tonight's dinner. Come to me next week and I'll tell you how it went. Jetzt müssen wir eine Woche warten. Was hast du denn zu verkaufen? Du hast Stoff zu verkaufen. Tatsächlich. Und wir haben jetzt 50 Silber, das heißt, wir könnten auch überlegen, ob wir das kaufen wollen. Und du hast auch Grape Seeds, aber davon haben wir ja schon Goldqualität. Ich weiß gar nicht, wie viel Stoff wir kaufen. Aber ich glaube, wie teuer ist das, wenn wir alles kaufen? 30 Silber, das ist schon heavy. Wir kaufen einfach mal 15 für 20 Silber. Damit sollten wir, glaube ich, auch erstmal klarkommen. Ja, dann schauen wir mal.
Damit können wir auf jeden Fall ein paar Kirchbänke machen und gegebenenfalls auch ein neues Zelt bauen oben bei den Refugees. Ich weiß noch nicht, was wir als erstes angehen sollten. Ich würde eigentlich fast sagen, eher die Kirchbänke. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie viel Stoff wir insgesamt brauchen. Vielleicht können wir auch beides machen. Aber ich glaube, die Kirchbänke sind mir wichtiger, einfach weil es dann mehr Faith gibt und weil wir mit mehr Faith mehr anfangen können. Von daher schaue ich einfach mal. Wir haben hier ein bisschen Peat und Maggots. Das können wir auch erstmal hier reintun. Holen wir das schon ab, wenn ich es brauche. Und können auch erstmal ein neues wieder direkt anpflanzen, in Anführungszeichen. Ja, der Zombie braucht echt lange für die Karotten. Ich weiß gar nicht, ob sich das echt lohnt. Ich meine, der Vorteil ist, es geht automatisch. Aber ich glaube, wenn man das manuell macht, geht es zumindest schneller, was das Wachsen angeht. Naja. So, wir haben ein paar Flasks. Sind das schon genug Punkte? Nein, 3 Stück fehlen. Ja, was machen wir denn mit den Flaschen so lange? Ich meine, die kommen eigentlich runter ins Alchemielabor. Wir müssen gucken, dass wir diese komischen Holzdinger herstellen. Wo machen wir das denn? Hier? Davon brauchen wir mehrere. Das heißt, wir brauchen auch Nails und Complex Iron Parts. Davon mache ich dann erstmal noch welche. Und dafür brauchen wir Simple Iron Parts. Ich meine, haben wir ja alles. Das Einzige, was uns vielleicht gleich ein bisschen fehlt, ist Energie. Aber das wird schon. Wir haben das Bett hier direkt nebenan und wir müssen ja eh ein bisschen warten. So, wir haben hier... Das wollte ich eigentlich nicht machen. Das kann weg. Reichen 3 Stücke erstmal. Ich glaube, wir brauchen noch mehr. Kann ich nur 1? Simple Iron Part? Nee, Complex Iron Part kann ich mehrere herstellen. Die habe ich aber noch nicht hergestellt. Das war die Sache. Ich weiß gerade nicht genau, was wir alles für die Kirchbank brauchen. Aber ich glaube, wenn wir hiervon erstmal 5 Stück herstellen, sollte das passen. Ich meine... Oh, das kostet richtig viel Energie. Okay, wir werden uns auf jeden Fall schlafen legen müssen. Und ich glaube, dann laufe ich auch erstmal rüber, weil wir brauchen ja nicht nur die und Stoff für die Bänke. Ich werde dann schauen, was ich dafür brauche. Ich meine, in Erinnerung zu haben, dass ich 3 Stück pro Bank brauche. Das heißt, wenn das der Fall wäre, I'm so refreshed, bräuchte ich insgesamt 18 davon. Was zu schaffen ist, das kostet nur sehr viel Energie. So, dann schauen wir doch einfach mal. Für die Bänke hier, Software, brauche ich sogar 4. Und 2 Stoff. Das heißt, ich brauche... Und ich brauche auch Wooden Planks. Wenn ich 6 Stück machen will, brauche ich 48 davon, 24 davon und 12 davon. Ich weiß nicht, wie viel Stoff ich dafür so ein Zelt brauche, aber egal. Wir gucken erstmal, dass wir das hergestellt bekommen. Das ist easy, weil das ist einfach immer das Doppelte. Also Stoff haben wir ja 12, dann 24, dann 48, immer mal 2. Sollten wir uns merken. Das Problem, wie gesagt, ist nur, ich brauche richtig viel Energie dafür. Und ich weiß nicht, ob ich genug Eisenerz habe für alles. Aber das werden wir sehen. Warte mal, war das Bier fertig? Weil ich glaube, ja, das Bier liegt da unten. Dann können wir das nämlich schon mal mitnehmen, weil morgen kommt der Inquisitor. Wir haben jetzt gerade die Nacht von Snakes Tag, aber naja. Wie gesagt, wir werden jetzt sehr viel Energie verschwenden und uns dann auch noch ein paar Mal schlafen legen. Holz haben wir ja auf jeden Fall genug. Weil für 4 Stück brauche ich schon einen halben Balken Energie. Das wird vorne und hinten nicht passen. Aber wir können ja erstmal gucken. Ich habe jetzt 5 Stück davon, richtig? Wir brauchen noch 19. Was brauche ich denn für 19 von den Dingern? Dafür brauche ich 19 Complex Iron Parts und 38 Nails und 19 davon. Okay. Fangen wir mal mit den Holzdingern an. 19. Wir haben... Wie viele hatte ich davon noch auf Lager? 5. Nee, doch. Ja. Ich brauche ja noch 19 davon. Das heißt, ich brauche noch 14. Okay. Das heißt, wir machen 15, weil man das nur in 3er-Schritten machen kann. Dafür brauche ich aber auch Complex Iron Parts. Das heißt, ich mache einfach mal richtig viele Complex Iron Parts anscheinend. Und dafür brauche ich erstmal Simple Iron Parts. Ah, es ist eine Verkettung von Crafting-Sachen und sonst was. Ja, wir werden auf gar keinen Fall genug Energie haben. Wie viele Complex Iron Parts brauche ich denn dann insgesamt? Ich brauche 14 davon. Und für die 14 davon, also für 15, brauche ich... Beziehungsweise für 5 mal das brauche ich 5 Stück. Und dann brauche ich davon noch
17, weil wir haben ja zwei, also 17 plus 15, 22. Ich brauche 22 Complex Iron Parts. Und dafür habe ich nicht genug Eisenerz. Oder doch, es wird mal 2 gerechnet. Ja, dann wird das jetzt sogar passen. Aber ich habe hier gerade noch welche, die gecraftet werden müssen. Legen wir uns erstmal schlafen. I'm so refreshed. Na gut, dann wird jetzt direkt wieder ein bisschen weiter gecraftet. Mach die hier erstmal fertig. Und dann muss ich jetzt... Genau, 22 davon machen. Und ich glaube nicht, dass wir das komplett durchkriegen. Das heißt, wir können uns mittendrin auch nochmal schlafen legen. Ja, keine Energie mehr. Ab ins Bettchen. Und dann ist eigentlich auch schon fast der Inquisitor da. Das heißt, ich kann schon mal die Burger auch mitnehmen. Wir müssen eh noch auf Tag warten. Ich denke mal, vielleicht legen wir uns noch einmal schlafen. Vielleicht nicht ganz. Es ist auf jeden Fall schon der Tag des Inquisitors. I'm so refreshed. Vielleicht habe ich mich auch vertan und wir brauchen 20 Bier. Aber ich meine, es wären... Keine Ahnung, wir werden sehen. Ich meine, wenn ich 20 Bier brauche, kann ich eh nicht viel dran ändern. Dann muss ich auch erstmal wieder warten, bis der Hops fertig ist. So, die Simple Iron Parts haben wir alle fertig. Dann brauchen wir... Warte mal, hatte ich davon schon welche gecraftet? Nein, ich habe immer noch 5. Das heißt, ich muss immer noch 15 craften. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und dann sägt da mal ein bisschen dran. Heal wirst du eh nicht schaffen. Und dann leg dich wieder schlafen. Und dann gehen wir zum Inquisitor. I'm so refreshed. Gut, dann schauen wir mal drüben, was da abgeht. Und ja gut, wir könnten noch eine Ladung Bier jetzt machen. Der Hops wird wahrscheinlich auch fertig sein oben. Genauso wie das Weizen. Ist das auch das Hops eigentlich? Ich hab's irgendwie nicht so mit Artikeln. Ist ja eigentlich auch egal. Wir wissen ja alle, was gemeint ist. Und ja, schauen wir mal hier oben. Bitte sag mir, dass ich nur 10 Bier brauche, weil das wäre optimal. Tatsache. Gut, dann Burger, Bier. We can do it only once, blub. Okay, ja, wir haben es ja, ne? Look at the tent. Das ist wunderschön, ne? Good. People are going to love this. And he'll probably earn a lot of money. Wir haben eine Gold Story, das ist sehr gut. Yes, Monsieur. Monsieur, wie auch immer. You know, at first I thought you were kind of shady. Like you might be a problem. I had the strange feeling that you didn't belong here. Now it seems like you've blended in just fine. Do what you've been asked to do. Profit means everything to you. I believe there's a place for a person like you in our future world. The world we're going to build in the town. The world of pure faith. One day. One day. The audience is gathering. Do your part well, and I will do mine. Danke dafür. Jetzt können wir Ihnen... Can I ask you to release a gypsy woman? It is not in my rules to release someone. But this time I'll make an exception. My friends have been making too much of a ruckus outside my headquarters. Nice. Everything is ready for the next burning. Ja dann, ich stehe da schön im Stand. Ja, wollt ihr ein bisschen Essen haben, Leute? Bier, fresh beer. Beer washes all way, away all sins. Ja, ich weiß ja nicht. Juicy Burgers, sweet as holy ecstasy. Ich weiß nicht, womit du deine Burger bewerben solltest. I'll take two. This is the best burning I've ever been to. Mmm, that's tasty. Fleisch direkt frisch vom Scheiterhaufen. Smoky meat. Sold burgers at the burning ceremony. It's a mystery why you... Dot, dot, dot. Oh, das gibt auch Faith. Das ist ja huge. We'll be talking for a month about today's burning. Whenever you're ready, we should be put on a repeat performance. Just get your tent ready and we'll be in business. Ey, 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 ey! Jo, 32 Silber. Nimm mein Faith nicht mit, hallo? 32 Silber, das ist ja huge.
Hey, das gibt ja richtig Money. Ich meine, wir müssen auch gucken, dass wir irgendwie an Burger kommen. Wäre schön, wenn wir ein bisschen Fleisch von der Zeremonie direkt mitnehmen können. Weil im Endeffekt nehmen wir ja kein anderes Fleisch. Aber sei es drum. Ja, und dann können wir jetzt auch direkt unsere Mademoiselle da, die nächste Woche kommt, mit einer Gold Story beglücken. Und den Baron können wir fragen nach der Gypsy Baron und wir können vieles machen jetzt. Wir können echt vieles machen. Nächste Woche fragen wir den Merchant auch, um was aus seinem Dinner da geworden ist. Wir können die Church Benches jetzt machen. Es steht so viel an, was wir jetzt machen können. Das ist unbelievable. So, wir haben das gecraftet. Wir brauchen noch Nails. Wir brauchen noch... ja, ein paar Nails, aber davon können wir ja viele machen. Ich glaube, 24 müssten reichen. Und dann brauchen wir demnächst mal neues Eisenerz irgendwie, aber... keine Ahnung, wie wir da... also, die Zombies bringen das halt irgendwie nicht vorbei aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum. Und... nee, es reicht tatsächlich nicht. Wir brauchen noch mal Nails. Dann haben wir noch genau einen Eisenbarren. Müssen wir hoffen, dass wir für nichts mehr Eisen brauchen erstmal. Und dann können wir 24 Stück hiervon machen, wofür wir uns jetzt erstmal ein paar Mal schlafen legen müssen. Ach nee, 20. 19 brauchen wir. 19. Aber ja, erstmal keine Energie. Legen wir uns schlafen und das wird jetzt ein bisschen Rinse and Repeat sein. Schlafen, arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen, arbeiten. Zumindest bis zum Zeremonietag und bis zum Tag Mademoiselle. Und dann, ja gut, eigentlich haben wir dann 3 Tage nacheinander was zu tun. Aber ja, schauen wir mal. Allerdings machen wir das erst in der nächsten Folge wieder. Ja, und damit bedanke ich mich immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Graveyard Keeper. Bis dahin. Bye-bye.